Es ist tatsächlich passiert. Neben KuchenTV ist nun auch Shoyoka ins YouTube-Game eingestiegen, um KuchenTV zu zerstören. Zusätzlich gibt es nun auch eine Kuchen-Files-Seite, die alles Negative rund um KuchenTV zusammenträgt, um ihn monetär hops zu nehmen. Und genau das Ganze schauen wir uns heute mal etwas genauer an. Alles kann ich euch aber jetzt hier nicht zusammenfassen, weil die ganzen Texte definitiv zu lang sind. An der Stelle aber erstmal eine Bitte, versucht sachlich zu bleiben. Ich gebe jetzt hierbei auch mein Bestes, nicht voreingenommen an die ganze Sache ranzugehen, weil das schlichtweg unfair wäre. Denn bisher, muss ich ehrlich zugeben, habe ich von Shoyoka jetzt nicht so viel Positives gehört. Liegt aber auch daran, dass ich einige Videos von KuchenTV über Shoyoka angeschaut habe und deshalb könnte es sogar mal helfen, ihre Seite genauer zu hören. Also mal schauen, was sich jetzt daraus ergibt und ob das Ganze nun verständlicher wird. Beginnen wir aber erstmal mit der Intention von Shoyokas Stream bzw. Video. Sie hat nun nämlich vor, jeden Freitag einen Zerstörungsstream gegen KuchenTV zu machen, wo sie auf diese Kuchen-Files-Seite Stück für Stück eingeht. Und naja, ich sag's mal so, es sieht danach aus, als würde dass sie super gern KuchenTV deplattformen wollen. Und nicht nur das, auch das private Leben sollte davon betroffen sein. Aber es ist sehr schön auf jeden Fall zu sehen, dass es Menschen gibt, die auch einfach kein Interesse haben an der Kackscheiße, die er da veranstaltet. Vor allem, wenn man bedenkt, dass er Kinder als Schiedsrichter pfeift, dass er immer noch Sponsorings hat und dass er immer noch geplattformt wird. Ich wünsche, es wäre mehr KuchenTV und drin, aber... Ganz normaler Inhalt, ne? Ist gut, wenn so ein Typ Schiedsrichter ist bei Minderjährigen. So eine Seite, um mal aufzuzeigen, was wie wo gemacht wird, macht man schnell. Und einfach nur aufzuzeigen, wie ihr euch selbst zerlegt und sichtbar zu machen für Sponsoren und für Agenturen und für Arbeitgeber, gerade wenn man sich frisch selbstständig gemacht hat, das geht super schnell. Und ihr könnt euch auch nicht darüber aufregen, dass euch Leute bedrohen oder andere Sachen. Es sind Zusammenschnitte von eurer eigenen Tat, von euren eigenen Inhalten und euren eigenen Videos. Und wenn das alles problemlos ist und alles ohne Stress funktioniert, dann hat das ja auch keinen negativen Einfluss auf euer Leben, oder? Ich habe nicht das Ziel, dich irgendwie zu läutern oder deine Community zu läutern. Aber ich habe das Ziel, allen Menschen in deinem sozialen Umfeld einmal aufzuzeigen, was eigentlich für ein Mensch hinter dir steckt. Das ist halt schon ziemlich krass, weil es jetzt hierbei nicht nur um das Internetthema geht. Und Shoyoka distanzierte sich direkt auch am Anfang von dem Vorwurf, dass sie diese Seite erstellt habe, denn dahinter stecken schließlich irgendwelche anderen Menschen. Ich muss an dieser Stelle einmal sagen, ich habe diese Seite nicht gebaut. Ich war das nicht. Aber es ist sehr schön auf jeden Fall zu sehen, dass es Menschen gibt, die auch einfach kein Interesse haben an der Kackscheiße, die er da veranstaltet. Und ich wurde als Betroffene kontaktiert und gefragt, ob das okay ist für mich, dass ich darin auftauche. Und ich war so begeistert davon, dass ich gesagt habe, alles klar, ich werde die Seite auch gerne vorstellen. Und genau das werden wir heute machen. Also, dass Shoyoka diese Seite nicht gebaut hat, das glaube ich ihr jetzt einfach mal. Ich denke aber auch, dass sie durchaus mit den Betreibern der Seite in sehr guten Kontakt steht, da sie spoilert, dass diese Seite immer weiter aktualisiert wird. Und diese Seite wird auch in Zukunft alles dokumentieren, was du tust und machst. Alles, was du ins Internet klatscht, wird auf dieser Seite landen, mit Beweisen und mit Belegen. Alles, was du zukünftig noch als KuchenTV machst, wirst du auf dieser Seite finden. An der Stelle noch Folgendes. Keiner kann sagen, wer jetzt wirklich dahinter steckt, denn es gibt noch nicht mal ein Impressum, was ich jetzt persönlich auch nicht ganz so nice finde. Kommen wir jetzt aber zum Inhalt. Zuerst gehe ich natürlich auf Shoyokas Video ein und danach erzähle ich euch noch ein bisschen etwas über die Inhalte von dieser Kuchen-Files-Seite. Shoyoka bezieht sich in ihrem Video auf den Artikel rund um Cybermob. Das macht es hier vermutlich deshalb, um chronologisch zu beginnen, wo KuchenTVs Karriere gestartet ist. Es geht hier nämlich vorrangig um das Video gegen Paulana, eine damals 12-jährige Beauty-YouTuberin. Kurzer Hinweis, das Video ist mittlerweile über 10 Jahre alt, also das ist schon wirklich verdammt lange her. Aufgezeigt wird in diesem Artikel, dass KuchenTV mehr oder weniger diese Paulana aus dem Internet gemobbt haben soll. Und viele Jahre später hat er sich dann darüber amüsiert, ihre Karriere zerstört zu haben. Klicks und so weiter angehen, lief der halt auch mega gut. Und ich habe auch damals schon in irgendeinem Video gesagt, dass ich mir vorstellen kann, dass das so eine neue Bibis Beauty Palace wird, ne? Oder halt, und ja, da musste sie ihren Kanal halt einfach löschen. Das finde ich auf jeden Fall sehr lustig. Finde ich aber ehrlich gesagt auch gut. Wie gesagt, die war halt todesarrogant. Ich meine, es ist eine... Wie nimmt... Sie war halt todesarrogant als Begründung bei einer 12-Jährigen. Nimmst du es dir raus, mit 12 arrogant zu sein? So, du hast nichts in deinem Scheißleben gerissen. Das ist die... die ich zerstört habe, okay? Also das ist jetzt kein Scherz, sondern das wurde mir vorhin zugesendet. Ja, das ist... meine Freunde. Na, aber wie gesagt, im Nachhinein, ja,
Hätte man auf jeden Fall ein bisschen seriöser machen können. Ich meine, ich war damals halt auch erst 17 oder so oder 18. Also die ganzen Clips, die waren noch deutlich länger und es gab noch viel, viel mehr Material. Aber ja, ich muss ehrlich zugeben, das war schon ziemlich unangenehm. Und egal, ob man jetzt KuchenTV-Fan ist oder nicht, aber eine 12-Jährige in der Form hops zu nehmen und das viele Jahre später immer noch zu hypen, ist in der heutigen Zeit betrachtet echt ziemlich cringe. Ich kann hier jetzt zwar nicht sagen, wie ich das damals empfunden habe, aber was ich weiß, ist, dass früher so extrem viele sehr asoziale Videos erstellt wurden, um andere Kanäle komplett hops zu nehmen. Also das hat zum guten Ton gehört, dass man Leute wegbeleidigt. Siehe beispielsweise Julians Blog oder auch der frühere KuchenTV. Da wurde halt gegen niemanden zurückgeschreckt und alles und jeden metaphorisch beleidigt. Das macht die Sache jetzt hier zwar nicht gut, aber man kann so ein bisschen nachvollziehen, weshalb der Ton damals ein anderer war. Dennoch, ganz klar, sollte man bei 12-Jährigen nicht so in der Art übertreiben. Den Punkt verstehe ich natürlich bei der ganzen Kritik am meisten. Man muss aber hierbei auch ergänzen, und das ist auch das gleiche wie bei KuchenTVs Videos, man sieht halt oftmals wirklich nur eine Seite der Medaille. Das heißt, es wird natürlich jetzt hierbei in dem Video von Shoyoka und auf der Kuchen-Files-Seite nur negativ über KuchenTV berichtet. Shoyoka meinte dann noch, dass KuchenTV bis letztes Jahr diese ganze Sache rund um Paulana immer noch verdreht hat. Er sagte nämlich 2023, dass er ja primär bei dem Video gegen die Eltern von Paulana geshootet hat. Die Kuchen-Files-Seite zeigte dann aber ein etwas anderes Bild auf. Wie gesagt, hier wird halt vieles relativ einseitig dargestellt, egal ob von der einen oder von der anderen Seite. Shoyoka zog dann natürlich auch, wie man sie kennt, Parallelen von dieser Paulana zu sich selbst und dass es KuchenTV ja immer nur ums Geld gehen würde, egal ob er jemand schadet oder nicht. So knapp 70 Euro verdient nach dem Video 280 im Durchschnitt, so, das ist halt schon, also super nach oben, Digga, den Gehaltssprung musste er erstmal schaffen. Cool, die 12-Jährige hat den Gehaltssprung umgesetzt, das ist super. Ja, vor allem das Bittere ist, ich wäre schon viel früher noch erfolgreicher geworden, man, das hat richtig wehgetan. Es geht nur ums Geld. Es geht nur um Zahlen und Geld, es geht überhaupt nicht. Auch so Videos gemacht. Es geht nicht um Aufklärung, es geht nicht um News, es geht nicht darum, irgendwas zu die Banken, es geht nur um Geld. Gut, ich glaube, das mit dem Geld ist jetzt auch kein großes Geheimnis bei Kuchen. Das hat er schon oft betont, insbesondere ja bei dem Fall rund um Shoyoka. Das aber jetzt wirklich nur als absolut grobe Zusammenfassung, was Shoyoka in ihrem Video so gemeint hat. Ob KuchenTV heute noch gegen 12-Jährige solche Videos machen würde, um deren Kanäle zu zerstören, das wage ich jetzt einfach mal zu bezweifeln. Diese Zeit sind aber generell glücklicherweise vorbei. Kleine Anmerkung zum Shoyoka-Thema jetzt nochmal zum Schluss, was mir ein bisschen negativ aufgefallen ist. Trotz der ganzen negativen Bewertungen auf ihrem Video gibt es kaum negative Kommentare. Ganz im Gegenteil, fast alles spricht für sie. Also da wurden wohl fleißig die Kommentare gelöscht oder zumindest gefiltert. Springen wir nun aber über auf die Kuchen-Files-Seite, welche ja von Shoyoka und auch von diesem Dave sehr krass promotet wurden. Und dort findet man sämtliche Kategorien, wo KuchenTV ziemlich hart kritisiert wird. Es geht hierbei um Titel wie diese hier. Ich lese das jetzt einfach mal nicht vor, sonst wird mein Video instant gelb, aber ich glaube, man erkennt, dass das alles extrem negative Punkte sind. Und diese Punkte sind vor allem negativ, wenn das zukünftige Partner von KuchenTV kontextlos so sehen würden. Also man versteht hierbei schon auf dem ersten Blick, was die Seite gegen KuchenTV erreichen möchte. Zu allen Kategorien wurden dann noch sämtliche Artikel erstellt, welche wirklich ziemlich lang waren. Ich schneide diese Kategorien jetzt aber bloß mal ganz kurz an, weil das wirklich verdammt viel ist. Also man kann den Erstellern der Webseite trotz fehlendem Impressum nicht vorwerfen, dass sie da wenig Zeit reingesteckt hätten. Thema Bodyshaming. Hier wird beschrieben, wie KuchenTV in einem kürzlich veröffentlichten Video gegen die Influencerin Curve Maria schoss. Er fand dort wohl mobbende Kommentare lustig, obwohl er sich ja eigentlich auch von denen distanziert. Thema Pipeline nach rechts. Hier wird kritisiert, dass KuchenTV Tweets macht, welche die AfD supporten würde, auch wenn er sich eigentlich immer wieder gegen sie stellte. Es gab dann noch einige Punkte, die nicht wirklich erwähnenswert für so eine Zusammenfassung sind. Schaut euch dafür einfach selber die Seite an, macht euch davon ein Bild oder schaut auch das an, was KuchenTV dazu zu sagen hat. Ich gehe mal davon aus, dass er in seinem Stream auf diese Seite eingehen wird. Beispielsweise war unter anderem ein unnötiger Kritikpunkt, dass KuchenTV das hier schrieb. Frauen sind Objekte in meinen Augen wie Kontaktlinsen. Das Ganze war halt einfach eine offensichtliche Provokation mit einem Zitat von Kollega. Kann man zwar doof finden, ist für mich jetzt aber nicht wirklich eine Erwähnung wert, vor allem in Bezug auf so eine Zerstörungsseite. Generell wurden dort auch viele Twitter-Posts für bare Münze genommen, um zu zeigen, wie ekelhaft denn KuchenTV drauf ist. Und ja, ich finde auch einige seiner Posts super unangenehm und auch unangebracht, aber das meiste ist halt wirklich offensichtlich extremes Getrolle, was er halt definitiv nicht ernst meint, so wie es hier eigentlich suggeriert wird. Das ist aber jetzt wirklich hierbei nur ein ganz kleiner und grober Überblick über diese Seite. Ich denke aber, dass aufgrund der ganzen Artikel auf dieser Seite das Shoyoka KuchenTV Game so richtig Fahrt aufnehmen wird. Ich dachte ja, dass jetzt mittlerweile endlich mal ein bisschen Ruhe einkehren könnte, aber das hier wird jetzt definitiv ein Startschuss gewesen sein, damit die beiden unzähligen Content haben. Denn zum einen will Shoyoka jetzt wirklich jeden Freitag Artikel für Artikel durchgehen und die ganzen Sachen dann vermutlich auch auf YouTube hochladen.
hochladen, damit das noch mehr kommentiert wird. Und zum anderen hat KuchenTV auch wieder jede Menge Content, um darauf einzugehen. Mal schauen, wie das Ganze noch abgehen wird. Eine Sache sei aber schon mal gesagt, die beiden profitieren jetzt schon ziemlich stark davon. Denn Shoyoka und KuchenTV haben derzeit so viele durchschnittliche Zuschauer auf Twitch wie noch nie in ihrem Leben. Also rein monetär dürfte es sich für die beiden allein jetzt schon ziemlich gut lohnen. Und demnach gehe ich auch davon aus, dass KuchenTV jetzt nicht derjenige sein wird, der darunter extrem leidet. Ganz im Gegenteil, er wird das Ganze jetzt wieder nutzen als nächste Content-Gruppe, um damit viel Geld zu verdienen. Und da es sich Shoyoka mit gefühlt der halben Influencer-Szene komplett verscherzt hat, wird sie da jetzt auch wahrscheinlich relativ wenig Support bekommen. Egal, ob das jetzt alles berechtigt ist oder eher weniger. Mal schauen, wohin uns jetzt das Ganze noch führen wird. Ihr wisst jetzt aber schon mal minimal, was uns in der Zukunft erwarten wird rund um das Thema Shoyoka KuchenTV. Schreibt gerne eure Meinung zu diesem Thema in die Kommentare. Was haltet ihr von der Seite? Findet ihr das einfach nur kacke oder findet ihr das berechtigt? Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann lasst super gerne ein Abo da. Würde ich mich wirklich sehr, sehr freuen. Vielleicht schaffen wir dann dieses Jahr sogar noch die 300.000 Abos. Das wäre tatsächlich sehr, sehr insane. Und damit wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und wie heißt es so schön? Stänchen ans Wänkchen, euer Alpha Kevin und ciao.